Wir waren gerade in Expendables 2 mit allen. Und ich fand's geil. Was sagt ihr? Auf jeden Fall. Das ist so, wie man sich das vorstellt. Na, Expendables geht man hin, dann wird sich da 2,5 Stunden lang die Grütze aus der Birne geschossen. Also, es sind ja wieder alle dabei und noch mehr als beim letzten Mal. Und es hat alles gepasst. Und ja, alleine schon alleine Chuck Norris. Gags, ja. Alleine schon Chuck Norris reißt es raus. Die Gags alleine sind einfach. Also, ich muss ja sagen, kriegen wir uns nicht irgendwie alle drei drauf? Geht sogar so. Ja. Ich, ja, so. Ich muss ja sagen, ich fand den auf jeden Fall viel besser als den ersten. Den ersten, den fand ich zwar irgendwie cool. Ja, weil die Kampfszenen noch viel geiler gedreht waren. Noch. Eben, weil die Kamera war im ersten Teil total scheiße. Du hast überhaupt nicht gesehen, wer wie kämpft. Aber was ein bisschen doof war, fand ich, dass so am Anfang war Action und am Ende war Action. In der Mitte waren ein paar coole Kampfszenen, aber mir finde ich ein ganz kleines bisschen zu viel. Ne? Verstehst du, was ich meine? Echt? So ein bisschen, nee, ich fand's so cool. Also ich fand die Mischung fand ich gut. So soft, ja, aber dann vor allem, aber ich fand vorher den Humor gut. Weil die Szenen, gut, ja, wo dann keine Action war, da hast du dich ja kaputt gelacht in dem Film. Eben, vor allem, das hat mich nämlich am ersten auch gestört. Ich habe mir beim ersten so gedacht, das sind diese ganzen alten Säcke, das ist bestimmt so voll 90er Jahre lustig mäßig. Der erste war mir viel zu ernst. Ja, also ich fand diesen Film echt hammerlustig. Und jetzt, das war total lustig und geil und immer diese Sprüche und diese... Ja, ey, wurdest du nicht vor 5 Jahren von der Cobra gewesen? Ja, ja, eben, dass das, allein das Chuck Norris Witze macht, ist total genial. Ja, und dann auch, ich komme wieder, wie oft willst du noch wiederkommen? Ja, genau. Dann sagt Schweinebacker, Hippie-Ai-Ai. Weißt du, dass jeder so sein Typ ist, zum Beispiel der Dolph Lundgren ist ja wirklich so ein chemischer Chemietyp. Der hat einen Ingenieurstitel. Ist er so ein schlauer Typ, weißt du, und halt im Film war er es auch. Und dann, wo sie sich lustig gemacht haben mit der Herkunft. Mit italienischen. Ja, wir sind Amerikaner. Was? Wer? Seit wann? Ja, stimmt. Wer ist denn? Sie sagt, ich würde jetzt gern Peking-Ente essen. Dolph Lundgren sagt, Baby Robbe mit Walarsch, aber für was Chinesisches würde ich sterben. Ja, dann wirst du verhungern. Dann sagt er, würdest du verhungern. Das richtig gut. Nee, ja, was ist nur Stallone Amerikaner? Der eine ist schwarz. Nee, gar keiner ist Amerikaner. Stallone ist Italiener. Ja, stimmt. Und Statham ist ein Engländer. Ja. Ja, oder ein Ire oder sowas. Ja, ne? Ja, wie sowas verrückt ist. Ja. Schwarzenegger ist ein Österreicher, aber Bruce Willis ist, glaube ich, ein Ami. Ja, aber der war nicht dabei. Ja, aber so allgemein. In der Szene. Nee, war super. Die Action war, die Kämpfe waren geil, wie Stace mit seinen Messern da rumwächst und so. Und ich fand's nur schade, dass der Scott Adkins den Bösen spielt, neben Jean-Claude Van Damme, weil ich den Typen echt cool finde. Wer ist was? Na, der Typ mit dem Messer. Der? Scott Adkins. Wo spielt der noch mit? Ich weiß nicht, wie der Film heißt, aber der ist richtig gut. Da spielt er Yuri. Und das ist so übelst Martial Arts. Das ist so richtig hammergeil. Er rockt richtig ab. Ja. Nee, aber... was ich auch schade finde, ist, dass Stedlino so ganz kurz dabei war. Ja. Der war nur am Anfang ganz kurz. Ich glaube, der wollte zu viel Geld. Ja, aber viele waren, ich meine, Bruce Willis und Arnie waren ja auch nicht so lange dabei. Ja. Aber Jet Li fand ich echt mit am schadesten. Vor allem, weil halt da hast du Jean-Claude Van Damme als Haupttyp-Gegner und dann ist Jet Li so schnell weg. Was ich meine, die hätten auch noch geil kämpfen können. Schon. Ja. Aber der Kampf gegen Stallone am Ende war auch geil. Ja, Van Damme gegen Stallone. Van Damme aber Jet Li hatte ja eine gute Szene und dann... Der Kampf war auch geil. Ja, ne? Und der Film war auch total brutal, ne? Mit den ganzen Kopfplatzdingern Es gab schon in bestimmten 1000 Filmen, wo irgendeiner jemanden in irgendwas Rotierendes reindrückt. In den Propeller, in irgendwas, und du hast es nie gesehen. Und da tritt der Stallone diesen Typen weg und der fliegt in den Propeller. Man sieht richtig so, wie dieser Propeller ihm einmal so den Kopf so durchklatscht. So. Das war aber Statham. Ja, Statham, meine ich. Wisst ihr, wer der Typ war, der gestorben ist? Wer ist gestorben? Na, der Scharfschütze. Das war dieser Bruder von Thor. Irgendwie so, ne? Der Bruder von wem? Von Thor, oder nicht? Der Bruder von... Nee. Greg, sind irgendwie der hieß doch Hemsworth mit Nachnamen. Ja, und der, aber das so. ist der Freund von Miley Cyrus. Aber der heißt Hemsworth mit Nachnamen, das ist der gleiche Nachname wie Thor, Chris Hemsworth. Ja, sind die nicht verwandt? Verwandt sind, das weiß ich nicht. Dachte ich jetzt. Aber sehen sich ähnlich. Ja eben, die sehen sich ähnlich und haben den gleichen Nachnamen, deswegen habe ich gedacht. Ja, und ja, war auf jeden Fall besser. Der erste Teil war ja Stallone, hat da selber Regie geführt, glaube ich, ne? Bei beiden, oder nicht? Nee, jetzt war Simon West, stand da glaube ich gerade am Ende, kenne ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall war der besser, also Stallone hat es meiner Meinung nach nicht so drauf. Aber war geil. Wer kommt jetzt noch? Rambo? Mhm. Dritter Teil dann mit Hulk Hogan noch? Ja,
Und Jeremy Renner. Und wer fehlt noch? Jackie Chan müsste mitspielen. Jackie Chan, genau. Ja, und Jet Li muss wieder mehr Film kriegen. Ja, oder? Harrison Ford muss noch kommen. Harrison Ford wäre noch geil. Obwohl, ja, und hier wie so Indiana Jones wird es machen. Da ist ja kein Actionheld. Ja, trotzdem. Was ist gegen den noch? Eastwood. Clint, ja, der ist genau, mein Clint Eastwood. Wenn der noch so lange lebt, dann wäre es einfach nur eine Szene, wie er irgendwie einen abschießt oder so. Ja. Obwohl die Melodie hatte ja schon Chuck Norris jetzt von. Das war schon echt geil, wie dann der Panzer in die Luft fliegt und alles. Und ich hab mir genau gesagt, ja. Hey, wir brauchen einen Panzer. So. Die haben einen Panzer. Ja, vor allem Chuck Norris ist halt echt so, wie man den beschreibt quasi, weißt du, macht einfach alles fertig. Er hat auch nur so mit einer Hand immer so geschossen, so ein Fest. Ja, so aus der Hüfte, ohne zu zielen. Und dann hat er auch mal so diesen Killerblick richtig gehabt, so mit seinem Bart, ne? Ja. Das war geil. Ja. Alleine schon wieder ein Schwarzenegger kommt und von diesem Smart zu die Tür abfliegen. Ja. Ja, und die ganze Zeit so Terminator-Anspielungen und so. Ja, ne, wenn ich meine Waffe nicht wiederkriege, werde ich dich terminieren. Arnold Schwarzenegger, ey. Kommt ja auch bald wieder noch ein Film mit ihm. Echt? Ja, das sieht da auch aber richtig cool aus irgendwie. Also Leute, guckt euch den Film an, er ist hammergeil und es gibt kaum einen Film, wo mehr coole Action-Darsteller mitspielen als da. Ah, lass die Frauen zu Hause, weil ich glaube, das passt. Ja, auf jeden Fall Action geil. Die sind dann nur am Jammern, weil das ist auch so ein bisschen dünne Story. Es geht halt eben, wenn man da reingeht, geht es halt eben. Ja, es geht nur um Ballern. Es geht Ballern um die Typen, es geht um die Witze und es geht um die explodierenden Köpfe, nicht? Ja. Alles klar. Viel Spaß noch. Tschüss.